Prinz, ich habe Mr. Ishida schon mindestens einen Monat nicht mehr gesehen. Er wollte zu einem Urlaubsaufenthalt nach Tokio. Eigentlich müsste er schon wieder zurück sein. Aber vielleicht hat er sich auch nur verspätet. Und Sie sind sicher, dass er der Mann ist, den Sie suchen? Ja. Und außerdem suchen Sie den jungen Mann hier auf dem Foto. Das würde uns sehr weiterhelfen. Dieses Foto wurde noch auf altem Fujika-Papier abgezogen. Und das bedeutet, noch vor dem Krieg. So. Hier habe ich alle Unterlagen auf Mikrofilm. Alle aus den Jahren 1925 bis 1940. Sie waren für Visa gedacht. Tut mir leid, dass es so viele sind. Ich schaffe das schon. So. Danke. Das Mikrofilmgerät zu bedienen ist denkbar einfach. Mr. Oshima, ich kenne mich damit aus. Vielen Dank. Das ist was anderes. Falls Sie mich brauchen, um Ihnen etwas zu übersetzen, dann rufen Sie mich nur, Miss Prince. Vielen Dank. Diana ist drüben in der japanischen Botschaft und versucht, etwas über das Foto herauszukriegen, das du und Wonder Woman gefunden haben. Ich habe inzwischen eine Suchmeldung rausgegeben nach Dr. Wilson und Ishida. Aber bis jetzt hat sich da noch nichts getan. Was ist los? Steve, ich habe eine Spur zu Dr. Wilson gefunden. Du musst sofort nach Los Alamos fliegen. Ich treffe dich beim alten Testgebiet im Mountain View Inn. Wonder Woman. Wie ist das in meine Maschine gekommen? Keine Ahnung. Ich lasse nachforschen. Es gibt keine Meldung, dass sie jemand im Haus gesehen hat. Und sie ist nicht zu übersehen. Ach, wenn sie will, kann sie sich so schnell bewegen, dass sie praktisch unsichtbar ist. Ausgenommen... Ausgenommen was? So ist sie noch nie mit mir in Kontakt getreten. Wirst du hingehen? Selbstverständlich. Setz dich mit der Regionalzentrale des IADC in Verbindung, wenn du dort bist. Mach ich. Der Familienname ist derselbe, Ishida. Könnten Sie verwandt sein mit Dr. Wilsons Ishida? Hier steht, dass alle Familienangehörigen gestorben sind. Es gibt keine Notizen über irgendwelche lebenden Verwandten. Steht da auch die Todesursache? Die Eltern starben eines natürlichen Todes in einem, wie Sie sagen würden, amerikanischen Umsiedlerlager in New Mexico. Während des Zweiten Weltkrieges. Die beiden Jungen sind dann anscheinend im allgemeinen Chaos nach dem Ende des Krieges verschwunden. Damals war es so einfach, von einem Menschen getrennt zu werden. Tut mir leid, dass ich nicht mehr Informationen für Sie habe. Nein, Sie waren mir eine große Hilfe. Danke. Deswegen ist Steve weggefahren. Und niemand hat Wonder Woman gesehen, als sie das schrieb? Nein, absolut niemand. Warum Los Alamos? Die Eltern starben eines natürlichen Todes in einem, wie Sie sagen würden, amerikanischen Umsiedlerlager in New Mexico. Während des Zweiten Weltkrieges. Die beiden Jungen sind dann anscheinend im allgemeinen Chaos nach dem Ende des Krieges verschwunden. Jetzt ist nicht die Zeit für lange Erklärungen, aber ich glaube, dass Steve in eine Falle tappt.